Man muss sich verschwenden, sonst wird da nichts draus. Mein Ziel ist halt einfach, aus meinem Körper, aus meinem Potenzial das Beste herauszuholen. Wenn es nicht so gut läuft, es ist nur Ballett. Das ist das klassisches Tutu. Mhm. Und dann gibt es noch den Tüllrock. Das ist Alicia. Alicia ist 19 und die jüngste Tänzerin am Staatsballett Berlin. Du bist mit Abstand die ordentlichste, glaube ich, hier. Oder? Ach, aber guck mal hier. Seit sie drei ist, tanzt Alicia abwechselnd im Trainingsraum oder auf der Bühne. Morgens, mittags, abends, am Wochenende. Ich zieh die mal an. Und das bin ich. Alicias Pensum würde ich nicht einen Tag durchhalten. Die einzige körperliche Arbeit, die ich am Tag verrichte, ist es, dem Bus hinterherzurennen. Das ist ja schon eine Art kleiner Mädchentraum. Das hat sich dann so ein bisschen im Laufe der Ausbildung verwischt, nenne ich es jetzt mal, weil man einfach weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also es ist wirklich Leistungssport. Mhm. Und es ist, sieht einfach aus, ist es aber nicht. Merkst du diesen Schmerz noch in den Füßen? Nein. Im Ballett soll jede Bewegung federleicht aussehen. Dabei steckt harte Arbeit dahinter. Den Tänzern darf man die Anstrengungen nicht ansehen. Ihr Ziel? Perfektion. Daran arbeiten sie an 6 Tagen die Woche, von morgens bis abends. Ich werde täglich mit 1 Million Möglichkeiten konfrontiert, was ich mit meinem Leben anstellen soll. Die richtige Antwort auf diese Frage ändert sich ständig. Bei Alicia ist es seit 16 Jahren die gleiche. Wie fühlt sich das an, alles für den eigenen Traum zu geben? Bei uns Tänzern ist es so, wir sind nie zufrieden mit uns eigentlich. Also weil wir wissen immer, das hätte besser sein können, da hätte der Fuß besser gestreckt werden können, die Pirouette hätte besser klappen können. Oder man sagt, ja, da hätte ich vielleicht noch eine andere Geste mit reinbringen können. Also wir denken oftmals danach auch immer nach, was wir noch hätten besser machen können. Deswegen ist es eigentlich, wir sind nie perfekt, überhaupt nicht. Wie lebt man denn damit, wenn man weiß, egal wie viel ich geübt habe, egal wie viele Stunden ich getanzt habe, ich bin nie zufrieden, es ist nie hundertprozentig perfekt. Ich denke vielleicht auch, dass das Interessante an diesem Job ist, dass man nicht irgendwo ankommt, sondern dass man halt immer einen Weg hat und dieser Weg wahrscheinlich auch immer länger wird und auch umso interessanter. Am Tanz liebe ich das Chaos, die Unberechenbarkeit, das Gegenteil von Perfektion. Der Stundenplan diktiert das Leben der Tänzer, nicht umgekehrt. Die meisten von Alicias Freunden wissen das. Wochenende, Spontanität, Fehlanzeige. 50% der Absolventen der staatlichen Ballettschule in Berlin, an der auch Alicia war, brechen ab. Dadurch, dass die Ausbildung relativ lang ist und man natürlich gewisse Phasen im Leben durchläuft, also sei es die Pubertät und so weiter, wo dann auch viele einfach sagen, ich möchte einfach nicht mehr, weil es mir einfach keinen Spaß mehr macht, ich möchte das nicht zu meinem Beruf machen. Oder manche haben auch Verletzungen und müssen aufhören. Du tanzt jetzt ja schon seit 15 Jahren ungefähr. Da kommt man doch bestimmt ab und zu mal an einen Punkt, wo man sich denkt, vielleicht probiere ich doch nochmal was anderes. Hattest du sowas schon mal? Ich habe eigentlich nicht daran gedacht, das jetzt irgendwie alles hinzuschmeißen. Vielleicht war ich da in gewisser Weise auch sehr ehrgeizig und zielstrebig, deswegen kam eigentlich für mich kein anderer Gedanke irgendwie in den Kopf. Und genau das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich spiele jeden Tag mit 1000 Gedanken. Ich könnte meine Wohnung kündigen und in einem Van durch Europa reisen. Ich könnte aufs Land ziehen und Nachhaltigkeitsexpertin werden. Ich könnte mich in Griechenland für Geflüchtete einsetzen. Kein Lebenskonzept, das ist mein Konzept. Alicia wehrt sich gegen solche Gedanken. Sie hat nur ein Ziel. Mein Ziel ist halt einfach, aus meinem Körper, aus meinem Potenzial das Beste herauszuholen und halt die beste Tänzerin aus mir selber zu machen, die ich halt sein kann. Klare Ansage. Seit ihrer Kindheit nicht der Hauch eines Zweifels. Irgendwie inspirierend und ernüchternd zugleich. Mit 3 Jahren fing Alicia an herumzuhüpfen. Mit 5 lernte sie Ballett. Da ich halt immer schon irgendwie das machen wollte, was die Älteren gemacht haben. Also ich habe mir dann die Älteren angeschaut und gesagt, oh, die Bewegung möchte ich aber auch können, habe die halt nachgemacht. Und ich glaube, meine Lehrerin wurde dann so ein bisschen aufmerksam darauf, dass ich halt irgendwie mehr wollte. Ist das bis heute so, dass du mehr willst? Ist das vielleicht auch dein Erfolgsgeheimnis?
Ja, aber im gesunden Maß. Also ich möchte nicht irgendein Ziel anstreben, weil ich denke, letztendlich, wenn man sich irgendein Riesenziel vor Augen setzt und dann enttäuscht wird, dann es nicht erreicht, ist die, halt die Enttäuschung umso größer. Ich denke, viele in deinem und auch in meinem Alter werden wahrscheinlich jetzt verkatert im Bett liegen, weil sie letzte Nacht einen drauf gemacht haben. Aber wenn du das machen würdest, dich würde das zurückwerfen, oder körperlich? Mich persönlich würde das eher zurückwerfen. Also es ist nicht, dass ich das was dagegen habe oder dass ich das überhaupt prinzipiell nicht mache, überhaupt nicht. Es ist halt einfach, ich merke, der Körper, weil er ja so viel auch Energie verbraucht in der Woche durch das Training, durch die Proben, der braucht dann wirklich eher Entspannung. Und ich meine, wenn man mal irgendwas unternehmen möchte, dann ist es halt eher in meinem Fall irgendwie ins Kino gehen oder sich mit Freunden treffen und einfach mal einen Kaffee trinken oder quatschen. Ich finde, das ist dann für mich viel erholsamer, weil ich dann auch mal andere Sachen höre, als mich am Wochenende irgendwie dann auch 5 Stunden in einem Club zu bewegen, wo ich sowieso tanze, was ich eigentlich schon die ganze Woche lang mache. Es war auch schon während meiner Ausbildung so, dass ich am Samstag Schule hatte. Wo die meisten wahrscheinlich dann freitags in die Häuser ziehen, bin ich halt ins Bettchen gegangen, weil ich am Samstag halt schon wieder früh aufstehen musste. Aber letztendlich, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe. Das überrascht mich. Wie viele in meinem Alter habe ich ständig Angst, das Beste zu verpassen. Deshalb quetsche ich lieber 1000 Termine in viel zu wenig Zeit. Meine Gesundheit kommt oft an letzter Stelle. Wenn Alicia so leben würde, hätte das fatale Folgen. Ihr Körper ist ihr Kapital. Diese Solistin hier bricht sich gleich den Fuß. Alltag und gleichzeitig Albtraum. Sowas baut Druck auf, auch bei Alicia. Wir sind hier schließlich nicht irgendwo. Wir sind an einer der renommiertesten Bühnen Deutschlands. Dann muss sofort umstudiert werden. Ne? Dann wird sofort jemand, der Ersatz, die zweite Besetzung, die dritte Besetzung, muss sofort Gewehr bei Fuß. Und zur Not wird das ganze Stück eben nochmal geübt. Weil der Vorhang geht auf, die Leute haben viel Geld bezahlt und die wollen auch die gewohnte Leistung Staatsballett dann erleben dürfen. Als Ballettmeisterin fackelt man nicht lange. Das Publikum duldet keine Fehler. Tänzer zu sein, das ist eine Berufung, wie Nonne. Ne? Wenn ich Nonne werden will, weiß ich genau, was mich da erwartet. Und bei Tänzern ist das ähnlich, die wissen das auch. Und dann, man zwingt einen ja keiner, ist alles selbst gewählt, selber schuld, sagen wir dann. Man muss sich verschwenden, sonst wird da nichts draus. Ich sag immer, klug arbeiten. Ne? Nicht immer über die Grenzen gehen. Man muss ja auch gesund bleiben, wenn man lange tanzen möchte. Natürlich ist es ja auch immer wichtig, ausreichend zu essen und dem Körper halt Energie zu liefern, dass halt Verletzungen nicht entstehen können. Trotzdem, selbst eine einzige kleine Unachtsamkeit kann die jahrelange Arbeit und die ohnehin begrenzte Karriere auf einen Schlag beenden. Wofür tut Alicia sich das Ganze an? Heute wird John Röschen das letzte Mal auf der Bühne geprobt. Jede Bewegung muss sitzen. Und das tun sie alle. Jedenfalls in meinen Augen. Ich bin gerade etwas nostalgisch. Hinter uns steht dieser wunderschöne Flügel und ich habe auch die ersten, ich glaube, 10, 12 Jahre meines Lebens Klavier gespielt und habe dann irgendwann aufgehört, wahrscheinlich aus purer Faulheit, weil ich irgendwann alles andere interessanter fand und nach der Schule nicht mehr stundenlang mit meinem Klavierlehrer rumsitzen wollte. Und ich glaube, der Unterschied ist, dass Alicia und das ganze Ensemble, dass die nie aufgehört haben. Im Gegenteil, dass sie immer härter gearbeitet haben und dass ja, zu einem so großen Teil ihres Lebens wurde, dass sie daraus irgendwann ihren Beruf gemacht haben. Und ich glaube, der Großteil von uns hat wirklich einfach hat aufgehört, hatte keine Lust mehr und bereut es jetzt vielleicht auch, aber so ist das dann. Alicia wirkt auf ihre Art irgendwie erfüllter. Ich habe großen Respekt vor dem Ehrgeiz und der Geradlinigkeit, mit der sie ihren Traum verfolgt. Dieser gibt ihr Halt, eine Balance und Sicherheit, die ich nicht kenne. Tauschen würde ich aber trotzdem nicht. Und Alicia erst recht nicht.